mit ein paar Punkte für ihre Lebensbiografie Lauf gehen. Also die Tätigkeit, der Lebenslauf interessiert sie ja nicht. Aber doch, über die Kriegszeit spreche ich nicht gerne. Über die Lagerzeit und so, darüber spreche ich ungern. Noch nicht. Ja. Ich kann Ihnen sagen, ab 45. Ich bin 1945 in Düsseldorf befreit worden. Und ich war in einem Arbeitslager und bin hier befreit worden, so dass ich ab 1945 in Düsseldorf lebe. Ich bin, habe nicht vorgehabt, in Deutschland zu bleiben, aber als ich fertig hatte meine Auswanderung nach Israel im Jahr 1948, hat die Jewish Agency bei der Health-Untersuchung festgestellt, dass ich eine Lungentuberkulose habe, und die haben mich nicht fahren lassen. Sie haben gesagt, ich kann nicht jetzt nach Israel, dort kann ich nicht gesund werden, hier habe ich alle Möglichkeiten, was auch gestimmt hat. Und deswegen bin ich in Deutschland hängen geblieben. Das nur nebenbei. Gut, einen Moment mal. Doch könnten Sie mir sagen, wo Sie geboren sind? In Polen. In Polen. Und wann ungefähr? Ja, 1922. Ja. Das ist gerade 70 Jahre alt geworden. Ja. Sie sehen viel jünger aus. Vielen Dank. Ja. Und Sie hören sich auch viel jünger an. Ja. Telefongespräch. Ja. Ja, gut, und so ist das geschehen, dass Sie in Deutschland geblieben sind. Ich bin in Deutschland geblieben, also in Düsseldorf geblieben, ja. Und habe schon, ich weiß jetzt nicht genau, war Düsseldorf ist im Mai befreit worden von den Nazis. Das heißt, ich habe gewohnt in Oberkassel, bei uns waren schon, das ist ein Stadtteil von Düsseldorf auf der anderen Rheinseite. Oberkassel? Oberkassel. Habe ich damals gewohnt. Ja. Düsseldorf, Oberkassel. Das war, dort war ein Lager, ein Arbeitslager oder wie? War mehrere. Ja. Ja. Und das war an die Industrie. An ja. Der. Und bei uns sind schon die Amerikaner gekommen im Februar. Also ich war schon praktisch im Februar befreit. Und aber Düsseldorf war noch umkämpft, und das ist Ende April 1945 befreit worden. Bei den Amerikanern oder bei den Engländern? Also in Düsseldorf war sie, in Oberkassel sind die Amerikaner erst gekommen. Die sind dann weggegangen, ja. Und dann sind die Briten gekommen. Ja. Und ich bin schon im Mai bin ich gegangen zu der Polizei, die sich gleich gebildet hat, um zu erfahren, ob es irgendwelche Juden gibt in Düsseldorf. Sie waren im Arbeitslager ganz allein, ohne andere Juden überhaupt? Ich weiß es nicht, vielleicht waren andere Juden, aber ich war nicht als Judin ausgegeben, als Polin. Aha, ja. Das ist sehr interessant. Ja. Und, aber die meisten sind umgekommen, die haben unser Lager evakuiert nach Westfalen. Ich mir so gelungen, mich zu verstecken und nicht mitzugehen. Ich habe nachher gehört, dass sehr viele durch Bombardement umgekommen sind. Mhm. Und ich bin dadurch, weil ich nicht mitgegangen bin, ja. Gelungen ist im Leben geblieben. Und ich habe bei der Polizei erfahren, dass in der Tat schon einige Juden da sind, die versteckt gelebt haben. Und es gab damals in Oberkassel ein Haus, in dem ausschließlich Juden gewohnt haben, sofort nach dem Kriege. Also sie haben auch schon zum Teil vor dem Kriege dort gewohnt. Also deutsche Juden? Deutsche Juden, natürlich. Die am Anfang waren nur Deutsche. Ja. Die ehemalige Düsseldorf, ja. Die irgendwo versteckt waren, ja. Und sofort nach der Befreiung zurückgekommen sind. Erinnern Sie sich, wie viele solche Leute da damals es waren? Vielleicht 6, 7 Familien zunächst, wobei meistens ein Partner nicht jüdisch war. Und deswegen konnten sie hier versteckt sein. Ja. Und da hat man mich, ich habe mich kennengelernt, einen Herrn Dreyfus. Das war auch der erste Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Düsseldorf. Und ich bin zu ihm gekommen. Ich habe nicht jüdisch ausgesehen, wie Sie auch jetzt sehen. Es hat mich noch niemand angesprochen als Jüdin. Ich bin überhaupt Nonsens, dass man jüdisch aussieht. Das,
dass man sagt, sie sind Juden, das kann doch nicht möglich sein. Doch, es ist möglich. Hatte ausgesucht ein Sidur und wollte sehen, ob ich Hebräisch lesen kann. Und so gut konnte er nicht wie ihn. Und das ist auch kein... Damals doch. Hier in Deutschland war das ein Beweis. Beweis. Man konnte doch aufwachsen, ohne ein Wort Hebräisch zu lernen. Sicher, natürlich, aber ich konnte sehr gut. Also das war kein Problem. Ja. War ganz sprachlos, wie schnell ich lesen konnte. Und hat dann mir gleich gesagt, und diese paar Juden sind schon da, wir werden sehen, was wir machen. Und wir haben schon, ich war schon in Kontakt mit den paar Juden, die da waren. Und wir haben schon zu Rosh Hashanah im Gottesdienst gemacht. Also das war September 1945. Ja. Und damals, unser erster Gottesdienst war im Oberlandesgericht. Da haben wir ja vor 2 Jahren eine Gedenkplakette. Ich habe das dem jetzigen Präsidenten des Oberlandesgerichts erzählt und habe ihm dann Dokumentation gebracht, dass wir eine Zeit lang dort unsere Gottesdienste und Versammlungen hatten. Hat er am Eingang, fanden sehr nett, haben die Richter Geld gesammelt und am Eingang zum Plenarsaal eine Gedenktafel. Also hier hat die jüdische Gemeinde diese dort Gottesdienste abgehalten. Und dort hat eigentlich begonnen das erste jüdische Leben in Düsseldorf. Und ich weiß nur wie heute, dort sind eigentlich fürchterliche Szenen abgespielt, weil andere waren nicht so schlau zu gehen, sich bei der Polizei zu erkundigen, ob irgendwo Juden sind, sondern sind jetzt gerade wohl gekommen und haben irgendwo erfahren, dass dort Gottesdienst ist. Und da sind sie. Ja, eine Frau, die nachher mit mir zusammen tätig war, die aus Ravensbrück zurückkam mit ihrem Kind. Die ist reingekommen, natürlich hat sie niemand erkannt, ich kannte sie ja nicht von früher, aber die anderen Düsseldorfer haben sich fürchterliche Szenen abgespielt. Das Wiedersehen. Und also meisten Leute, die dorthin kamen, waren zuerst. Kommen Sie, Frau Dörs, damit Sie weitermachen können. Ja, das ist in Ordnung. Also die meisten Leute, die zuerst zum Gottesdienst kamen, waren deutsche Juden, die nur ausschließlich. Ich war die einzige Nicht-Deutsche am Anfang. Die einzige ist erst 1946 haben begonnen, andere aus Polen welche zu kommen. Obwohl Polen waren sehr wenig die ganze Zeit hier. Waren ausschließlich ehemalige Düsseldorfer Juden. Ja, ausschließlich. Und nach den Feiertagen gleich hat man eine kleine Gemeinde gegründet. Immer waren wir noch im Oberlandesgericht untergebracht. Und am 2. Dezember 1945 wurde schon der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen gegründet. Wie ist das möglich? Das ist mir ein bisschen rätselhaft. Ich habe gerade heute früh, bin ich im Archiv, im Hauptstaatsarchiv, habe ich ein Dokument gesehen von November 1947 von unterschrieben bei Herr Julius Dreyfus. Die nordrhein-westfälischen Land war nur gegründet Ende 1946. Also damals gab es überhaupt noch nicht nordrhein-westfälisches. Ja, das hat man nachher so genannt. Und man wusste schon, dass es kommt ein Land Nordrhein-Westfalen. Und man hat dann entsprechend gleich auch die jüdische Gemeinschaft gegründet. Damals war hier, vielleicht haben Sie den Namen schon begegnet, Dr. Auerbach. Ja, der dann nachher nach Bayern gegangen ist. Ja, ich bin schon dort Selbstmord gegangen. Ja. Und der kam aus Buchenwald und war ein sehr gescheiter Mann, ein sehr nervöser Mann. Er hat eigentlich gegründet hier, wirklich gegründet die jüdische Gemeinschaft, ein gebildeter Mann. Und er hat gleich, kurz danach, sind einige polnische Juden, haben sie den Namen Ingster irgendwo gegeben? Ingster? Nein. Wir haben mit ihm zusammengearbeitet, das waren polnische Juden, 2 Brüder, die mit ihm nach München gegangen sind und dann gebe ich... Ja, das geht vor.
Das waren deutsche Juden, deutsche Juden zuerst? Ja. Ehemalige Düsseldorfer. Wie haben Sie mit ihnen gesprochen? Konnten Sie schon Deutsch damals? Ja, etwas. Ich stamme aus Galizien. Meine Eltern haben Deutsch gesprochen, wir haben gelebt unter Österreich. Ja. Marmopol stand ich. Und dort hat man Deutsch gesprochen. Ich habe nicht so gesprochen wie heute, aber ich konnte mich sehr gut verständigen. Keine Probleme. Ja. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, nicht zu studieren die Sprache, weil ich ja nicht vorhatte, in Deutschland zu bleiben. Ja. Da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Ja. Ja. Aber ich spreche ganz ordentlich. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Bei meinem Mann, als ich geheiratet habe, der hat ein sehr gutes Deutsch gesprochen und der hat mir erst begonnen, zu verbessern, mein schlechtes Deutsch. Da habe ich erst die Fehler abgelegt. Und früher war jeder begeistert, wie gut ich spreche, und niemand hat mich auf die Fehler aufmerksam gemacht. Ja. Gut. Und ja, ich habe sofort begonnen bei der jüdischen Gemeinde und anschließend beim Landesverband der jüdischen Gemeinde zu arbeiten. Also die Gemeinde Düsseldorf war gegründet und gleich danach war der Landesverband gegründet. Ja, ja. Und was waren die Kontakte überhaupt? Wie wusste man überhaupt andere jüdische Gemeinde? Man hat begonnen, erst hier überall Gemeinden zu gründen. Es sind nicht viele. Früher war in jeder Stadt eine Gemeinde. Nach dem Kriege hat man begonnen, man hat den Landesverband gegründet. Zusammen kam jemand aus Dortmund her und es kam jemand aus Köln her. Das war zuerst ein Landesverband. Die haben sich nachher, sind ja auseinandergegangen, weil ich weiß nicht, jeder wollte ja Präsident sein. Ich bin eine der wenigen, die keine Wert legt, Präsidentin zu sein. Und man konnte sich nicht einigen und dann ist man auseinandergegangen. Es ist gegründet worden, das war wahrscheinlich Anfang 47 kann das gewesen sein. Ja, ist gegründet worden, gesondert. Hier ist geblieben der Landesverband von Nordrhein und in Dortmund der Landesverband von Westfalen und Köln gesondert für sich allein. Köln ist in der Gemeinde Köln. Allein. Und bis heute ist Ist bis heute so geblieben. Wir versuchen jetzt, ob man nicht wieder zusammengehen will, das ist schwierig. Und das haben damals waren zum Landesverband noch 3 gehörten damals 10 Gemeinden, heute sind es weniger. Und können Sie sich beurteilen, wie viele Mitglieder ungefähr so nur? Wenig. Also es waren auch in Düsseldorf. Düsseldorf ist erst gewachsen in den 70er Jahren durch die Zuwanderung aus den Balkanstaaten, aus Rumänien, Ungarn und Tschechoslowakei. Und jetzt natürlich durch die russische Zuwanderung. Aber früher war auch in Düsseldorf, ich meine, ich kann mich nicht genau erinnern, viel, aber es waren 200 Mitglieder ungefähr, Mitglieder, nicht Familien, sondern Mitglieder. Ja. Da sind sehr viele Mischehen dabei gewesen bei den deutschen Juden. Ja. Sehr viele Mischehen. Und die Mischehe wurden auch, also die mit Christen verheiratet waren auch Mitglieder der Gemeinde? Nicht der christliche Ehepartner, aber der jüdische Partner, weil erstens mal damals war man ja sehr sensibel, das waren ja praktisch die überleben konnten, wenn sie einen christlichen Partner, der ihnen geholfen hat, sich irgendwo zu verstecken. Oder dann sind eine Anzahl älterer Menschen aus Theresienstadt wiedergekommen. Und ganz wenige, eine Dame aus Ravensbrück oder jemand aus Buchenwald, aber das waren sehr wenige. Ja, meistens von Theresienstadt. Ja, weil da sind sehr spät gekommen. Da sind die Mischehen sind alle nach Theresienstadt gekommen. Das kennen Sie da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Ja. Und erst später hat begonnen, mal aus Südamerika jemand wiederzukommen oder aus Nordamerika. Und aus Israel? Später. Erst wenn der Staat gegründet wurde und vorher waren nur noch Auswanderungen nach Israel. Wir haben hier sehr viele Gruppen, die aus Polen kamen oder die aus Russland über Polen, aber das waren meistens polnische Juden,
die nach Israel gegangen sind. Wir sind hier zwei, drei Tage geblieben und damals war Berlin-Belsen, kennen Sie ja das Lager. Dort wurden sie gesammelt und später nach Israel gegangen sind. Damals ist aus Israel niemand gekommen. Ja. Aus Israel hat man begonnen zu kommen nach der Zehnerzeit. Ja, schlecht war. Ja, Mitte 50. Mitte 50, Ende 50, in den 60er Jahren. Das ist gut. Das war ja hier auch eine schwere Zeit. Das war ja hier auch, war alles zerstört. Die Stadt Düsseldorf war, ich weiß nicht, sicher 60% zerstört. Und es gab nichts zu essen. Und wir Juden haben Sonderrationen bekommen. Wir hatten Sonderlebensmittelkarten, dann hat uns der Joint geholfen, die kennt ihr ja auch. Hier war der Joint tätig oder der Jewish Relief von einem? Alle waren tätig. Der Joint war tätig, die Hayas war tätig, der Jewish Relief war tätig, alle waren tätig. Ja. Aber die Lebensmittel kamen vom Joint. Ja. Na, auch von UNRWA, ne? Von ne? Alles vom Joint? Wir vom Joint. Wir hatten vom Joint. In die Wege kam von UNRWA. Aha. Wir haben bekommen Zutaten, aber wir haben erstmal hier bekommen, doppelte Lebensmittelkarten oder manche Dinge mehr. Und außerdem haben wir, ich weiß nicht wann das begonnen hat heute genau, aber dann hat begonnen, sehr schnell haben wir Zutaten vom Joint, die sind wir immer gefahren, abholen in Bremen oder in Hamburg und was ich würde fragen. Von die Gemeinde, der Gemeinde gegründet haben, sind einige doch nach zum Emigration, also emigrierten sie am 1949, 50, 51 oder nach Amerika das oder waren nach ältere Leute, die in die Gemeinde gegründet haben. Von Anfang an jungen Leute, dass sie hier bleiben. Ja, sie sind hier geblieben und auch hier gestorben. Es lebt heute niemand mehr. Ja. Außer mir ist niemand und mehr. Und sie war die einzige, die jünger war? Ich war das einzige junge Mädchen. Ja. Aber ich habe sehr gute Kontakte zu allen gehabt und bin sehr gut zurechtgekommen. Es waren dann sind gekommen einige polnische Juden, auch jüngere, die sind aber nicht hier geblieben. Die sind weitergewandert. Also, es war überhaupt keine Gruppe von polnischen Juden, die sagen wir zum Beispiel von Bergen-Belsen oder von anderen oder die später ein bisschen 46 oder 47 von Polen kamen und hier geblieben. Es gibt eine Gruppe, die aus Föhrenwald gekommen ist. Haben Sie von Föhrenwald gehört? Ja. Aus Föhrenwald gekommen, das war aber schon später. Ich weiß nicht in welchem Jahr. 50er Jahre. Ja. Und da hat man das Lager dort aufgelöst, die sind dann hergekommen, da sind auch noch einige davon da. Das sind aber die ganze Zeit Sozialbetreute gewesen, das waren nicht Leute, die man anordnen konnte. Ja. Deswegen habe ich mitbetreut von Anfang an. Mhm. Und sind auch heute noch einige da, einige wenige, die meisten sind auch schon ausgestorben. Polnische Juden waren hier interessanterweise sehr wenige. Und die gekommen sind, die sind da ausgewandert. Und zum Teil nach Amerika, zum Teil nach Israel, die sind nicht hier geblieben, also die jüngeren Menschen, die gekommen sind. Ja, das ist sehr... Also bis heute gibt es hier eine sehr große Gruppe rumänischer Juden, Bukowiner Juden, ungarischer Juden. Aber sie kamen später. Die kamen viel später. Viel später, Das ist eine besondere... Die polnischen Juden waren hier eigentlich nur Durchwanderer. Ja. Da habe ich auch Probleme, wenn sie zu uns ins Büro gekommen sind, wollten sie nicht, so haben sie gesagt, zu einer christlichen Mitarbeiterin, haben sie gesagt, sie möchten sprechen, aber nicht, wenn diese Christin dabei ist. Auch nicht. Als Christin? Ja, das hat mich niemand als Juden Also, waren irgendwelche organisatorische Kontakte oder Beziehungen zwischen die Gemeinde oder Landesverband und die Komitees, Zentralkomitee von Natürlich, Jossel Rosenblatt, der ist so bekannt und so. Herrn Wollheim. Ja, sicher, wir getroffen und zweimal mit ihm gesprochen. Ja, sicher, natürlich haben wir Kontakte gehabt und wir haben auch in Bergen-Belsen Lebensmittel geholt für uns. Aber das war auch oder von der Hayas oder von Joint, das weiß ich nicht genau. Ja, doch, da haben wir gesehen. Ich habe auch in Bergen-Belsen ein ganzes Jahr im Krankenhaus gelegen.
Dort war ein Displaced Person Hospital. Ja. Aber ein ganzes Jahr dort gelegen. Rosenberg hat mich mehrmals besucht. Ganzes Jahr? Mhm. Wann war das? Ganz im Ende des Krieges oder? Ja. Das Jahr 1949. Also später? Ja. Aha. Wegen dieses... Weil es war hier war noch zerstört, war noch keine Möglichkeit, ja, ein ordentliches Zimmer zu bekommen. Mhm. Da habe ich dort gelegen, aber leider hat er mich... hat zu viele Versuche gemacht, damals sind neue Medikamente rausgekommen, die mich aber nicht gesund gemacht haben, sodass ich dann weggegangen bin, nach Düsseldorf wieder zurückgekommen bin und hier habe ich mein Motorax, falls Sie wissen, was das ist. Mhm. Das weiß man nur, wenn man mit Lunge etwas zu tun hat. Mhm. Es wird in Luft reingepumpt und das drückt die Kaverne zusammen. Ja. Auf diese Weise ist es zugehalten. Mhm. Von den Medikamenten wäre ich nicht gesund geworden. Ja. Aha, da habe ich dann ein ganzes Jahr gelegen, da habe ich natürlich sehr viel Kontakt gehabt und war sehr oft gewesen. Ja, aber waren auch offizielle Kontakte? Ja, mit der Gemeinde natürlich, ja, wurden Sitzungen abgehalten. Und was waren es ist die ja Zwecke der Kontakte? Es ist ja dann gegründet worden, der Komitee der britischen Zone, ich weiß heute nicht mehr genau, wie das geheißen hat, da war der Herr Wollheim und ja, der Herr Rosensaft. Das waren also, Rosensaft war der Vorsitzende der Zentralkomitees, ja. Und Wollheim war der Vorsitzende der Kommission für jüdische Gemeinde. Also er ja, war aber in der britischen Zone. In der britischen Zone. Ja, ja, das ist richtig. Was waren die Zwecke des Zusammenarbeits? Die Komitees waren ein bisschen Judentum aufzubauen. Es war doch nichts. Es war doch gar nichts. Man hat keine Büros gehabt, man hat keine Synagogen gehabt, man hat nichts gehabt. Der Zweck war, Meinungen auszutauschen, um etwas aufzubauen. Und man hat es auch auf diese Weise aufgebaut. Man ist an die Regierung herangetreten, man hat gesucht Mittel, man hat gesucht, wo, in welcher Gemeinde Persönlichkeiten da sind, die sich damit befassen. Und auf diese Weise ist das jüdische Leben in Deutschland aufgebaut worden. Aber haben keine Meinung unterschiedliche zwischen eigentlich hat man sehr freundschaftlich zusammengearbeitet. Ich war ja damals noch jung, relativ, vielleicht waren irgendwelche Streitigkeiten, von denen ich nicht wusste, aber man hat sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben hier 1900, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, haben wir die erste Gedenkplatte auf dem Platz der Synagoge. Die ehemalige Synagoge. Die ehemalige Synagoge. Da hat Josel Rosensaft die Gedenksprache gehalten, auf Jiddisch, ja, aber er hat alle gewogen, also er war fantastisch. Ja. Er kam her, die Gedenksprache halten. Ja. Nein, es waren sehr gute Kontakte. Ja. Das war besonders hier in der britischen Zone, in der amerikanischen Zone war das ganz anders. Dort war ein ganz anderes Publikum. Ein ganz anderes Publikum. Dort waren sehr viele polnische Juden, und die nicht ausgekommen sind mit den deutschen Juden. Diese Probleme haben wir hier nicht gehabt. Überhaupt nicht gehabt. Ich sage mal, ich war als einzige polnische Jüdin. Ich bin sofort aufgenommen worden und eingeladen worden. Gut, es waren ältere Menschen, sie waren nicht in meinem Alter. Ich war lange habe ich niemanden gehabt in meinem Alter. Ja. Auch jetzt sind in meiner Generation sind sehr wenige da. Mhm. Aber ich habe gar keine Probleme gehabt. Und vielleicht darf ich mir selbst ein Lob aussprechen, ich bin sehr anpassungsfähig. Aber wenn ich hier lebe, muss ich mich anpassen zu dem, was hier üblich ist. Ja. Und kann nicht verlangen, dass die sich zu an mich anpassen. Ja. Wieso sind Sie überhaupt von Anfang an, wollten Sie nach Israel? Ja, also, ich wollte nach Israel. Waren Sie schon vor dem Krieg, waren Sie schon zionistisch oder wie? Ja, wir waren Mizrachisten. Meine Eltern waren Mizrachisten. Aha. Ich komme aus religiösem Hause, ja. Ich bin es heute nicht, aber wir waren sehr zionistisch gestellt. Ich habe auch Verwandte gehabt schon in Israel, die ich nach 2-3 Jahren auch gefunden habe. Ich wusste nicht deren Adresse. Ich hatte
Cousins, Cousinen, die als schon dort leben, ja, in den Anfang der 30er Jahre. Aha, aha, aha. Ja. Wo, in welche Teile? Ah, jetzt lebt einer in Tel Aviv und einer in Haifa. Aha. Und, aber am Anfang waren sie in Kibbutzim und du weißt, meine Cousine, als ich das, ich war das erste Mal 1953 in Israel. Hat sie mir gesagt, wir stehen da in Zafon in Tel Aviv, also die Weißbombe war so hoch gesamt. Ja, ja. Ja, also und dann ist es so passiert, dass sie hier geblieben mussten und ja, bleiben mussten und ja, dann wie ist das? Dann, ja, und dann bin ich schon geblieben hier, weil ich, das hat gedauert erstmal fast 4 Jahre, konnte ich nicht arbeiten, musste ich unterbrechen meine Arbeit und dann bin ich gleich wieder. Was für Arbeit? Ich habe als Buchhalterin in der Gemeinde und nachher im Landesverband der Gemeinde. Das war Arbeit und Sie haben bezahlt bekommen? Ja, natürlich, ich war Angestellte. Ja. Und nachher war ich Buchhalterin des Landesverbandes und zum Schluss war ich Geschäftsführerin des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde. Nach dem Tode von Herrn Dreyfus. Wann war das? Das war... Mitte der 60er Jahre, ich weiß es nicht. 1972, ich habe schon aufgehört zu arbeiten. Ja. Aha. Da war ich Geschäftsführer des Landes. Das war meine beste Stelle. Ja. Ich habe insgesamt 27 Jahre beim Landesverband gearbeitet. Aha. Und das, also das Geld für die Arbeit von der Gemeinde und von der Landesverband kam von den Behörden oder wie ist das gewesen? Zum größten Teil von den Behörden. Von deutschen Behörden. Hier, besonders im Land Nordrhein-Westfalen, haben wir von Anfang an sehr gute Kontakte zur Regierung gehabt und die haben uns sehr unterstützt in jeder Beziehung. Ja. Also, immer alles, was wir brauchten, haben wir von der. Wir waren auch die ersten in Nordrhein-Westfalen, die regelmäßig Zuschüsse von der Regierung, von der Stadt bekommen haben. Ja. Und war der erste Ministerpräsident hier war ein Herr Arnold, der war ein guter Katholik, aber ein sehr religiöser Mensch, der sehr viel Verständnis für uns hatte und uns von Anfang an geholfen. Und was waren die Beziehungen zu deutsche Bürger hier in Düsseldorf? Waren überhaupt Beziehungen? In den ersten, es hat lange gedauert, bis wir Beziehungen, wirklich Beziehungen. Erst waren wir natürlich, wie Sie sich vorstellen können, es waren ja alles Leute, die etwas mitgemacht haben, die hier waren. Waren wir natürlich sehr reserviert. Aber mit der Zeit hat sich das gegeben, haben wir uns überzeugt, dass die Jugend doch anders denkt und hat man begonnen. Beziehungen, was nicht aufliegt, dass man nach wie vor den die besten Freunde doch Juden. Aber ich wohne zum Beispiel in einem Haus mit 7 Familien, Deutschen, sind allerdings alle sehr kultivierte Menschen. Also Beziehungen zu Deutschen, ja, Sie lebten in einem Haus mit einem anderen. Ich lebe jetzt. Ah, Sie leben jetzt. Nicht, ja. Ich habe auch in der Zwischenzeit, ich habe 1972 aufgehört zu arbeiten und mein Mann war sehr frankophil und da sind wir nach Frankreich gegangen, 10 Jahre in Frankreich gelebt. Ah. Und bin 82 zurückgekommen, dass mein Mann sehr schwer krank wurde und dort war sehr schlechte Krankenhaussituation in Frankreich, in Nizza gelebt. Also. Ja. Und wir haben beschlossen zurückzukommen und ja, da ist mein Mann 84 gestorben. Ja. Und seit 82 wohne ich jetzt in einem Haus, wo 7 deutsche Familien, und die haben mir nach dem Tode meines Mannes wirklich fantastisch geholfen, obwohl ich sie fast nicht kannte. Weil wir sind reingezogen, waren wir dann schon schwer krank und ich habe mich um nichts gekümmert, nur um meinen Mann. Die haben mir wirklich wunderbar geholfen und ich habe sehr guten Kontakt zu allen Nachbarn. War Ihr Mann ein deutscher Jude? Aus Tschernowitz stammt er, ja, hat aber sehr lange in Frankreich gelebt. Er hat in der Sorbonne studiert und nachher hat er 15 Jahre in Paris gelebt. Haben Sie ihn getroffen? Hier in Düsseldorf haben wir uns kennengelernt. Aber später? Später, weiß ich schon. Ja. Anfang der 50er Jahre. Ja, am Anfang waren überhaupt keine jungen Leute da. Nein, überhaupt nicht.
Also wie konnte man überhaupt kulturelle Aktivität hier? Also ganz am Anfang sind zurückgekommen drei Kinder, ehemaliger Düsseldorfer, sind zurückgekommen. Dann von einer Freundin von mir, ich sagte, die ist zurückgekommen mit einem 6-jährigen Mädchen, aber die haben gedacht, sie ist 2 Jahre alt, so sah sie aus. Und eine Suse Drost, vielleicht haben Sie irgendwo begegnet, weil sie ist auch Historikerin. Suse Drost? Ja. Haben Sie nicht genannt, ja. Den Namen? Ja. Wie ist der Name geschrieben? Drost, D-R-O-S-T. Drost. Ja. Nein, habe ich nicht gehört. Ja. Das waren die ersten drei Kinder, die hier gekommen sind. Das hat sich später so langsam entwickelt. Ganz am Anfang von Kultur, ja, das Zentralkomitee hat uns viel geholfen, hat geschickt. Dann waren auch hier, wissen Sie, was die Brigade hier gemacht hat? Nur erzählen Sie mir bitte. Das wissen Sie ja besser als ich. Nein, nein, ja, das ist nicht richtig. Nein. Das ist nicht gut dokumentiert. Nein. Also die haben uns auch geholfen, wir haben... Wann sind Sie hierher gekommen, erinnern Sie sich noch? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und wie viele Leute kamen von denen? Es waren manchmal mehrere, manchmal nur einige, aber jedenfalls haben wir sehr gute Kontakte gehabt. Und alle haben uns geholfen, mal einen Vortrag zu bringen oder mit einem jüdischen Thema. Und ganz am Anfang, wir haben sehr... von Anfang an sehr pro-israelisch. Ja. Was heißt pro-israelisch? Also man hat doch beschlossen, hier zu bleiben. Ja, aber trotzdem war man pro-israelisch. Ja. Das ist etwas, wo ich bis heute noch diskutiere. Bei uns ist der Vorsitzende der ZO, oder die Vorsitzende jetzt, ist ein Joredet aus Israel. Und ich sage, das vereinbart sich nicht. Ich kann doch nicht machen Propaganda für Israel, wenn ich selbst zurückgekommen bin aus Israel mit meinen Kindern. Ich habe Verständnis, wenn jemand älter ist, der krank ist, der nicht mehr zu leben hat dort, der hier es leichter leben kann. Ja. Zwar in mir kann man natürlich auch sagen, wieso lebst du hier, aber ich habe eben den Grund, warum ja, ich hier lebe, gesagt. Und ja, hat sich das irgendwie so ergeben. Ja. Aber heute die zionistische Arbeit hier in Düsseldorf machen wir Routine. Ja, das ist paradoxal. Ja, und ich sage, das ist für mich ein Grund, nicht der ZO beizutreten. Was ist der ZO? Zionistische Organisation. Ah, ZO, Zionistische Organisation. Ja. Also die Vorsitzende der Zionistischen Organisation hier in Düsseldorf ist da. Ja. Ja. Wie heißt sie? Frau Jaron. Jaron. Die ganze Familie ist, ja. Ist Arzt, gut situiert, und was mich gestört hat, vor allem, ich habe was dagegen, wenn man mit Kindern zurückkommt aus Israel. Die Kinder sind doch jahrelang unglücklich hier, weil es ist doch hier ein ganz anderes Leben. Ja, sicher. Ja. Aber gut, jeder aber ja, versteht. Sie haben schon geringe Zeit. Noch ein paar Fragen. Also von Anfang an war die Gemeinde organisiert auf den Fokus von Identifizierung mit Zionismus und nein, Israel. Nein, oder das ist zu viel gesagt. Gut, deswegen habe ich das nur gesagt. Nein, das nicht. Also die Gründer der Gemeinde waren ehemalige Düsseldorfer Juden, alles ältere Menschen, wie Herr Dreyfus zum Beispiel, und da gab es einen Herrn Siratz und einen Herrn Wachsler und einen Herrn Baum, die sind alle inzwischen alle verstorben. Das waren ansässige Düsseldorfer Juden, die wollten ein jüdisches Leben in Düsseldorf. Erst später, ich weiß es aber heute, ich kann nicht mehr sagen, in welchem Jahr, ich erinnere mich noch genau, wir haben einmal einen Vorsitzenden, einen Rechtsanwalt gehabt, der gegen Israel eingestellt war. Inzwischen war Israel entstanden und gegen
haben wir hier eine Aktion gemacht mit einem anderen Rechtsanwalt, haben eine Wahl vor den Wahlen, eine Wahlversammlung gemacht, und es ist uns gelungen, alle diejenigen, die gegen Israel waren, rauszukriegen. Mhm. Und da sind reingekommen, gewählt worden Leute, die pro-Israel waren. Das haben wir hier einmal gemacht. Und dabei kann ich nicht sagen, dass das eine zionistische Gemeinde war. So ist es nicht. Ja. Aber man war immer pro-israelisch eingestellt. Ja. Man hat eingesehen, dass man nur überleben konnte, weil man das Palästina hatte, weil es sind ja doch dort die meisten Menschen überlebt, ja, die überlebt sind. Und wie ist das? Wir sind nachher welche zurückgekommen. Wir hatten hier einen Justizminister, Dr. Neuberger. Ist Ihnen noch nicht begegnet? Ja, nein, der Name ist mir schon. Ja, der ist zurückgekommen aus Israel, ja, war ein Rechtsanwalt hier. Ja. Seine Frau lebt noch hier, aber ja, die waren nicht von Anfang an, die sind dann erst später zurückgekommen. Ja. Der war hier Justizminister. Ja. Des Landes, ja? Des Landes, ja. Ich verstehe, dass meistens hier ältere Leute waren. Damals ja. Und Sie sind dann... Ja, ich war auch eine der wenigen. Es sind dann doch einige aus Polen gekommen oder einige aus Israel zurückgekommen. Aber ich habe jahrelang verkehrt nur mit älteren Menschen. Ja. Nicht, Allerdings, ich war auch nicht meinem Alter entsprechend. Durch die Kriegszeit war ich auch viel... ernster und ja, ich habe ja eine Jugend überhaupt nicht gehabt und also deswegen war ich auch ein bisschen anders, ja, als normal in meinem Alter. Und die Entwicklung der Gemeinde war also später mit anderen, nicht mit Düsseldorfer Jungen, sondern nein, mit anderen, Zugewanderten. Mit Zugewanderten? Nur mit Zugewanderten. Aus anderen Teilen von Deutschland? Aus Polen? Osteuropa. Aus Osteuropa. Und auch zum Teil Rückwanderer aus Amerika, aus Südamerika. Und dann ist die Prozent, also dann ist die demografische hat sich verändert. Die Demografie der Gemeinde hat sich verändert. Ja, aber wir haben diesbezüglich keine Statistik geführt, wie viele Juden, wie viele ehemalige deutsche Juden oder nicht deutsche Juden. Das war überhaupt kein Punkt. Ja, also genau, kein Gespräch ich hier. In München, in Frankfurt war es anders, aber bei uns war das kein Thema. Ja. Das war kein Thema. Ja. Wir sind sehr gut zurechtgekommen. Also wie können Sie erklären, ich habe den Eindruck, dass Düsseldorf als das Zentrum des britischen Zone sich entwickelt hat, irgendwie. Hier wurde der Allgemeine Wochenzeitung gegründet, ja, und hier wurde der Zentralrat war hier gegründet. Das ist richtig, wie ist das in der Straße? Was ist Ihre Erklärung dazu? Ich weiß es nicht, vielleicht die Hilfe der Regierung hier, weil sie haben Räume zur Verfügung gestellt, sie haben also die Allgemeine Wochenzeitung, die hat sich, das erste Blatt hat der Dr. Auerbach, hat damals nicht Allgemeine Wochenzeitung, ja, Gemeindeblatt oder ja, irgendwas. Ja, und da war eine gewisse Zeit ein Journalist namens Frey, ich weiß nicht, ob Sie den Namen irgendwo begegnet haben, ganz am Anfang, der ist dann weggegangen, die haben irgendwelche Probleme gehabt. Und dann ist 1946 der Karl Marx. Ah, ich habe gedacht, dass der Karl Marx der Wochenblatt gegründet hat. In aber dieser Form die Zeitung, aber ja, er hat schon für etwas vorgefunden. Aha. Heute weiß das niemand mehr, niemand spricht darüber. Ja. Heute meint man, dass Karl Marx das gegründet hat. Also als Zeitung wohl. Es hat vorher, war es ein Blättchen, die diese Form hatte. Ja, ein Stencil. Es nannte sich zunächst, nein, es wurde gedruckt. Es wurde gedruckt, es nannte sich erst Gemeindeblatt. Erst der jüdischen Gemeinde Düsseldorf und dann irgendwie in der britischen Zone oder irgendwie was, also das hätte ich, müsste ich raussuchen, die Sachen, wie das zu sehen, das lohnt ja nicht. Und dann im Mai 46 ist Marx hergekommen und seine Frau lebt ja noch hier und er hat dann nach einer gewissen Zeit, ist dann der Auerbach weggegangen aus Düsseldorf, nach München gegangen. Da hat er das übernommen und er hat dann gemacht die Allgemeine
wie hieß es, sie hieß zuerst auch ein bisschen anders. Das heißt, ja, allgemeine Wochenzeit oder so. Er hat dann erst eine richtige Zeitung draus gemacht, ja. Und er gilt heute als Gründer der Allgemeinen Wochenzeitung. Ja. Aber der eigentliche Ursprung, ich meine, ich bin nicht interessiert, dem zu widersprechen, dass es nein, aber der eigentliche, das erste Blättchen hat der Dr. Auerbach, der hat hier sehr viel bewirkt, der Dr. Auerbach. Ja, das ist ein sehr energischer Mann. Und er kam aus Buchenwald, er hat überall offene Türen gehabt, für ihn war kein Problem, zum Ministerpräsidenten zu gehen oder dahin zu gehen oder dorthin zu gehen. Das war es ist etwas mysteriös, was Auerbach. Was er war, wie er war, von wo er kommt oder so. Also mysteriös ist es später geworden. Also hier bei uns war es klar, er ist gefeit worden in Buchenwald und ist, wieso er ausgerechnet hierher gekommen ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber er war sehr, sehr tatkräftig. Ja. Das ist eine gute Erklärung für die. Ja. Er hat das eigentlich bewogen. Es ist heute niemand mehr da, der das weiß. Ja. Sie verstehen? Und da sucht man andere Anfänge. Ja. Aber er war wirklich die treibende Kraft. Die treibende Energie. Ja. Mhm, er war auch relativ jung damals. Ich weiß nicht, durch die 40 oder Mitte der 40 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Und er hat sehr viel Energie gehabt und hat sehr viel unternommen. Und er hat das Ganze gegründet eigentlich. Und ist dann weggegangen nach Bayern. Also eigentlich war das alles hier durchgeführt durch deutsche Juden und nicht durch die Tätigkeit von Schlichim. Nein, überhaupt nicht. Erst später sind es anders begonnen, Schlichim zu kommen. Ja. Und das wurde hier von sich heraus, weil es waren einige Leute, die schon vor dem Kriege auch mit der Gemeinde zu tun hatten, die wussten, wie eine Gemeinde sein soll und man hat sehr viel Hilfe von der deutschen Regierung bekommen. Ja. Sonst hätte man ja keine Möglichkeit gehabt. Ja, erinnern Sie sich, die Briten, weil sie doch tätig waren, waren viele Beziehungen mit der britischen... Ja, eben der Richard war Dr. Farnborough, mit dem ich Ihnen sagte. Wie, Doktor? Farnborough. Er stammt aus Berlin und Dr. hieß... Dr. Farnborough, wie die Stadt Farnborough. F-A-R-N... B-O-U. Ja. Dr. Farnborough, der ist auch jetzt längst verstorben. Ein sehr guter Rechtsanwalt. Ihn habe ich kennengelernt in englischer Uniform. Er war als Vermittler von der britischen Regierung, ich weiß nicht, zur deutschen Regierung irgendwie. Und ist gekommen zu uns zum Besuch. Stammt aus Deutschland oder nein? Stammt aus Berlin. Ach. Stammt aus Berlin. Und weil er hier einige Jahre gearbeitet hat, hat er sich dann hier auch niedergelassen, später als Rechtsanwalt. Aha, und ist hier geblieben, so wie Herr Van Damme oder andere. Genau. Ja. Und Dr. Löwenthal haben Sie von... E.G. Löwenthal heißt er, jetzt heißt er Löwenthal. Ja, ich habe nur jetzt... Der war auch in Düsseldorf. Den habe ich auch in englischer Uniform kennengelernt. Er kam als ein Direktor von der Relief Unit, nicht? Später. Ich habe verschiedene Dokumente, aber er war, der er geschrieben den hat. Habe ich auch in Uniform kennengelernt. Ja. Aber der hat dann hier lange gelebt und ich mochte ihn sehr gut leiden. Er lebt jetzt in Berlin? Lebt in Berlin und ist leider blind. Ich habe ihn vor 2-3 Jahren war ich in Berlin, habe ihn besucht. Könnten Sie vielleicht mir behilflich sein mit manchen Namen, das Sie jetzt erwähnt haben und auch andere, die Barbara Sushi mir erwähnt hat, damit ich Kontakt anfangen kann. Also ich hab keine Ahnung wegen Adressen oder so etwas. Und Dr. Löwenthal könnte ich ihm die Adresse geben. Ja. Ich kann ihm noch schreiben. Ja. Er veröffentlicht ja noch immer. Ja. Er ist allerdings alt und blind leider. Ja. Ja. Ja, also sagen Sie mir von wem. Also ich werde sagen, von die Witwe von Karl Marx, die heißt Lili Marx. Lili Marx. Also die ist, arbeitet hier in der Vizio mit. Vielleicht ist sie da. Ah.
Ja, Sie würden natürlich nur, können Sie mir noch ein paar Namen erwähnen von Leuten, die damals tätig waren, 50er Jahre, dass Sie meinen, dass es lohnt sich mit dem? Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich Ihnen sagen könnte. Aha. Nein. Erinnern Sie sich an einen Namen außer Löwenthal? Namen von Schlichim, die damals Nein. tätig waren? Ja, überhaupt nicht. Mhm. Und es sind so viele im Laufe der Jahre da gewesen. Ja. Und haben Sie noch Dokumente oder Briefe oder so von diesen Zeit? Ja. Alles ist, was da ist, ist im Gemeinde. Ja. Und wir haben Gemeindearchiv ist auch nicht mehr viel, weil wir haben einmal ist in Heidelberg gibt es ja eine jüdische Hochschule. Haben Sie das gehört? Oder ja, sicher. Ich fahre dorthin. Sie fahren dorthin. Ja. Und die sind einmal hergekommen und die Beeinkommen, wir haben sie gelassen mitnehmen, was sie für interessant ist. Ah, Sie haben schon mitgenommen? Das ist neu für mich. Ich meine, Sie haben mir gesagt, dass Sie den Archiv von Hannover schon erhalten haben. Wir haben uns aufgenommen. Ach. Ah. Ja. Also aber nur so ausgesucht, ja, was Sie haben wollten. Und hier die ganz alten Archive hat man nicht mehr. Es ist kein Platz da, um so lange Archive zu halten. Man hält die letzten 10 Jahre. Ja. Und was ist passiert mit dem voriges Material? Alles, aber wenn Heidelberg hat genommen, was sie für interessant fanden, und das wird vernichtet man. Das, das ist mir ganz neu. Ja. Weil die Barbara Suschi hat mir gesagt, dass der Archiv hier steht, also das es gibt, im Keller gibt es noch etwas, aber das ist nichts archiviert, es ist nichts geordnet. Ja, das habe ich verstanden. Ich bin jetzt erst, ich habe ja bei dem Landesverband München gemeinsam gearbeitet und bin 72 weggegangen. 82 zurückgekommen und seit 82 bin ich erst im Vorstand der jüdischen Gemeinde hier. Also ich weiß nur, was in den letzten 10 Jahren sich hier getan hat, aber was früher immer eben war. Also sie weiß nichts hier vom Archiv. Ja. Ich wollte einen Moment mal, es ist mir nicht ganz klar geworden, Ihre Positionen und Jahre hier in Düsseldorf in der jüdischen Gemeinde oder im Landesverband. Ich will das nur aufschreiben, damit es nicht... ja, ganz einfach. Also, ich habe gesagt, ich Ihre CV. Arbeit, als Buchhalterin. Buchhalterin von Anfang an. Von Anfang an. Buchhalterin, also 1945 bis Mitte der 60er Jahre, weiß ich ja. Nicht, Anfang der 60er Jahre. Also wenn Sie genau wissen wollen, dann müsste ich in meinen Dokumenten zu Hause nachschauen. Ja. Aber das ist ja nicht so wichtig. Ja. Und dann war ich Geschäftsführer des Landesverbandes. Geschäftsführer des Landesverbandes bis 1972 aufgehört. Mhm. Ja, ich habe 27 Jahre. Und ja, jetzt sind Sie an der Vorstand? Jetzt bin ich ehrenamtlich. Seit 1982 im Vorstand und jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren Vorstandsvorsitzender. Aha, also seit 3 Jahren. Und das heißt Vorstand? Vorsitzender. Vorstand, Vorsitzender. Sind seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren, also 89 so ungefähr. Ja, ja. Ja, das ist doch wichtig. Gut, ich die ganze Arbeit macht mir so viel Spaß und ich bin ja praktisch darin aufgewachsen. Ja. Ja, ich glaube, dass das sehr nützlich dieses Gespräch war und ich danke Ihnen sehr. Danke. Sie haben die Adresse von Herrn Center gehabt, von mir oder auch von Frau Arthur. Eine Frage, die ich vorher vergessen habe. Die Beziehungen zwischen der Gemeinde und die zionistische, nicht die hiesige zionistische Behörde, sondern die Jewish Agency und die Stadt Israel und der zionistische, waren immer sehr gut. Immer gut. Das, war doch eine Zeit Anfang der 50er. Nicht mit Düsseldorf.
Man hat hier aufgehört, aufgelöst, alle Jewish Agency Büros, und man hat, man hat beschlossen, in Deutschland müssen Juden nicht leben. Also ja, fragen Sie, wir müssen Sie umgekehrt fragen, müssen Sie Israelis fragen über ihre Beziehung zu den deutschen Juden. Das haben wir gewusst, überall. Die Juden waren der Meinung, dass in Deutschland sollen keine Juden mehr leben. Wir haben zwar damals gesagt, dann hat ja Hitler das erreicht, was er wollte. Er wollte ja, dass keine Juden in Deutschland sein sollen. Ja, aber wie ist das dann? Dann hätte er das dadurch erreicht, wenn man gesagt hätte, kein Jude lebt mehr in Deutschland. Das, wir selbst in der jüdischen Arbeit, wir waren der Meinung, damals haben wir ja nichts von dieser Zuwanderung gewusst, dass jüdische Gemeinden höchstens 25 Jahre in Deutschland existieren werden. Wir waren der Meinung, wenn die ehemaligen deutschen Juden aussterben, dann hört doch auf das jüdische Leben. Da haben wir uns sehr geirrt. Ja. Wir haben nicht vorhersehen können, diese Einwanderung aus Rumänien und Ungarn und der Slowakei und überall. Ja. Und wie die zionistische Organisation, die weltzionistische Organisation hier, die war immer gegen die deutschen Juden. Ja, war immer gegen. Immer gegen, das haben wir überall gehört, dass man muss sich schämen, dass man in Deutschland lebt und so. Ja, aber sie haben doch die zionistische Arbeit hier fortgeführt. Wir haben sie vorgeführt. Ja, allein, ohne Unterstützung. Natürlich, ohne. Wir haben hier ziemlich früh ein ZO gehabt, haben ein Kulturdezernat gehabt. Ja, also übrigens war ein Jude, ein ehemaliger Düsseldorfer Jude, der aus Israel zurückgekommen ist, der hat das geleitet. Und erinnern Sie sich noch an den Namen? Baum, Hans-Joachim Baum. Aha. Also ist vor ein paar Jahren hier gestorben. Mhm. Und wir haben uns bemüht von Anfang an, und wir haben die Jugend, die da war, haben wir immer versucht, ihnen beizubringen, dass es das Richtige ist, nach Israel auszuwandern. Aha. Aber wir waren nicht der Meinung, dass niemand in Deutschland leben soll. Der Meinung waren nicht. Ja. Und natürlich, wir waren auch nicht sehr glücklich über die Jordim. Es gab ja einen Moment, wo sehr viele Jordim kamen. Und, aber wie gesagt, wir sind Demokraten und jeder tut das, was er für sich richtig hält. Ja. Also der Unterschied ist zwischen Amerika und hier, dass die Jordim hier sehr tätig an der Gemeinde sind. Ja. Und in Amerika ist das eigentlich getrennt. Die Jordim, ist es das? Die Jordim sind so für sich selbst, nicht mit der jüdischen Gemeinde. Nein, aber das ist nicht. Wir haben im Gemeinderat eine Anzahl. Ja. Und die andere jüdische Organisation haben anders sich behalten gegenüber die deutschen Juden, oder waren sie auch so wie die, also der World Jewish Congress oder ja, schon der Nachum Goldman war sehr oft in Düsseldorf, ja, sehr guten Vortrag von ihm gehört. Guten Tag. Guten Tag. Ein bisschen anders, aber auch nicht. Man allgemein, das wissen Sie doch von der Geschichte her, war man der Ansicht, in Deutschland sollen keine Juden leben. Das ist nur zwei Minuten, wir sind dann fertig. Wir machen sich durch. Und wir haben diese Meinung nicht vertreten können. Ja. Wir haben gesagt, wir machen für niemanden Propaganda, dass er herkommt. Ja. Aber wenn hier jemand lebt, der lebt. Ja. Ja. Ja, gut, ich danke Ihnen wieder. Okay.